Hallo, dzień dobry, liebe Leute, und willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Sicherlich habt ihr schon am Titel gesehen, dass dies mein 100-Abo-Special ist, und was genau könnte euch da wohl erwarten? Wir bleiben bei der 100, denn ich habe mir 100 Dinge überlegt, die ich an Games mag. Oder manchmal auch nicht. Diese 100 Dinge sind in 10 Kategorien eingeteilt, mit jeweils 10 Dingen logischerweise. Und ab und an gibt es vielleicht eine kleine Visualisierungshilfe. Und dabei haben mir auch ganz viele tolle Menschen geholfen. Vielen Dank nochmal dafür. Und wer genau das ist, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Gamesky. Ach ja, nur nochmal vorweg, das Ganze sind keine Top-Listen, das heißt, alle Reihenfolgen in den Listen sind ganz zufällig. Erste Kategorie, Gaming-Charaktere. Da hätten wir erstmal Zack, Sephiroth, Luigi, Geralt von Riva, Tröpfchen, Jinx, Kazuya Mishima, Häuptling Thrall, Sora und nicht zu vergessen der gute alte Link. Hey Mann, ich brauche ganz dringend deine Hilfe. So ein blöder Vogel hat mir meine Flasche geklaut. Kannst du mir helfen, bitte? Schade. Das wäre echt super von dir. Kannst du mir bitte helfen? Vielen Dank, ich werde hier auf dich warten. Komm einfach wieder her, wenn du die Flasche hast. Hey Mann, das ist ja meine Flasche. Vielen Dank. Ich habe aber noch ein Problem. Ich war zwischendurch in der Piratenfestung und die haben mir meine Mütze geklaut. Wirst du mir helfen? Hey, meine Mütze! Super, ich danke dir. Ich hoffe, das mit den Piraten war nicht zu hart für dich. Ich habe aber noch eine Aufgabe für dich. Vielen lieben Dank an Kain für diesen coolen Clip und dass er mir unter anderem auch ermöglicht hat, diese coole Kamera hier zu haben. Dankeschön. Kategorie Spielesysteme. Da hätten wir zunächst die allererste Xbox und natürlich eine PlayStation 2. Die gute alte GameCube, Nintendo 3DS, PSP, ach ja, der gute alte Gameboy natürlich, die SNES, auch bekannt unter dem Namen Super Nintendo, natürlich der leistungsstarke PC. Wisst ihr noch, die erste PlayStation? Und damals so innovativ und darum toll, die Wii. Und es gibt da so ein Spiel, das gab es auch auf einigen Konsolen. Hey, Kingdom Hearts war richtig nice, dankeschön. Cool, freut mich. Sag mal, kann ich jetzt den zweiten Teil spielen? Du solltest vorher Kingdom Hearts Chain of Memories spielen. Okay. Ja, ist ein Teil dazwischen, aber sehr wichtig für die Story und außerdem für den Game Boy Advance. Game Boy Advance? Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen rumliegen. Oh, und vergiss bloß Kingdom Hearts 358,5 Tage nicht. Wäre echt gut, den vorher gespielt zu haben. Ist aber ein Nintendo DS-Titel. Jetzt auch noch ein DS? Okay, ich glaube, meine Freundin hat einen. Sehr gut, dann kannst du dich jetzt optimal auf den zweiten Teil vorbereiten. Oh, gut. Ach ja, und danach solltest du unbedingt das Prequel Kingdom Hearts Birth by Sleep auf der PSP zocken. Der Hammer. PSP? Genau, und Kingdom Hearts Dream Drop Distance war auch ziemlich super. Hat deine Freundin noch ein 3DS? Freust du dich eigentlich auch schon so auf Kingdom Hearts 3 auf der PlayStation 4? 10 Games, die ich mag. Oder Gaming-Reihen. Also die gesamte Reihe, ihr wisst schon. Natürlich keine Aufzählung ohne Final Fantasy. Oh, und jetzt schon eine ganze Weile Ark. Hier darf natürlich auch Pokémon nicht fehlen. Ihr wollt Kampf-Action Dead or Alive. Das traumhafte Kingdom Hearts. Die Elder Scrolls-Reihe. Einfach wunderschön Ni no Kuni. Natürlich auch The Legend of Zelda. Die bekloppte Prügelreihe Super Smash Bros. Und ganz ehrlich, Leute, Tetris. 10 coole und interessante Gaming-Welten. Auch hier wieder Kingdom Hearts, denn es ist eine Welt mit sehr vielen Welten. Das Pilzkönigreich bei Super Mario. Diese Idylle bei Harvest Moon. Oder das Gegenteil, Krieg und Zerstörung bei Warhammer. Eine Welt mit so vielen coolen Kreaturen wie bei Monster Hunter? Ob diese Welt wirklich cool ist, weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall interessant. Stellt euch vor, das Leben wäre wie bei The Sims. Auch hier wieder und deswegen einer meiner Lieblinge, Ni no Kuni. Das malerische Epos von Okami. Ich als Kampfsportfan, Jade Empire. Und die wunderschöne, aber manchmal etwas widersprüchliche Welt von Pokémon. Warum widersprüchlich?
aus, Pikachu. Kämpf so lange gegen dieses andere Pokémon, bis einer von euch beiden so verletzt ist, dass er das Bewusstsein verliert. Und danach kommst du in diesen kleinen Ball hier. Ich liebe dich. Beide Mitte angekommen und deswegen jetzt mal 10 Dinge, die ich an Gaming hasse. Wenn Leute online das Spiel verlassen, weil sie verlieren. Wenn sich das verdammte Spiel aufhängt. Wenn man stirbt und der letzte Spielstand weiß Gott wo ist. Wenn sich Cutscenes nicht überspringen lassen und ihr sie wahrscheinlich das 10. Mal seht. Wenn der Akku bzw. die Batterien vom Controller oder Handheld leer sind. Wenn das Tutorial für Idioten gemacht ist. Laufe mit dem linken Stick. Wenn du in MMOs oder RPGs neue Sachen findest, die besser sind als deine, aber sie scheiße aussehen. Wenn DLC-Inhalte eigentlich hätten von Anfang an dabei sein sollen. Wenn man online wegen kleinen Fehlern sofort derbst beleidigt wird. LOL-Community. Und das Schlimmste. Horror-Games. Oh fuck, ey. Boah, Kugel war scheiß Horror-Games, ey. Aber ist ja zum Glück nur ein Spiel. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an die liebe Kay Carney für die Hilfe hinter der Kamera und für die große Geisterhand. Aber jetzt wieder was Cooles. 10 coole Bosse. Die Masterhand. Fucking Gedankenleser Psycho Mantis. Freund oder Rivale, Blau aus Pokémon. Sephiroth. Der miese Anselm aus Kingdom Hearts. Diablo persönlich. Leviathan, und zwar besonders aus Final Fantasy XV, der Kampf war richtig episch. Natürlich auch der gute alte Bowser. Okay, wieder Kingdom Hearts. Aber diesmal ein ganz anderer Boss, und zwar Riku. Und mein Street Fighter Rivale, Bison. Auch toll am Gaming sind besonders spezielle Momente. Und deswegen hier 10 tolle Momente. Wenn die Grafik einen verzaubert, wenn man nach dem Zocken einen Ohrwurm von einem echt coolen Gaming-Song hat, irgendwie traurig und gleichzeitig schön, wenn man die Credits sieht, wenn man beim Zocken komplett die Zeit vergisst, wenn man einen Kumpel oder natürlich eine Kumpeline auf der Couch in einem Game besiegt. Fertig! Boom! Kaputt gemacht, du Noob! Haha, du Lappen, ich hab dich kaputt gemacht, weil du gar nichts kannst. Natürlich ein großes Dankeschön an Daniel. Auch durch dich habe ich diese 100 Abonnenten erreichen können. Wenn man sich online gegen andere behauptet. Heute leider immer mehr am Aussterben, aber dieser Moment, wenn man ein Spiel zum ersten Mal auspackt. Wenn man einen Teaser oder Trailer zu einem lang erwarteten Spiel sieht und einfach nur mega gehypt ist. Wenn man einen super schweren Boss nach x Versuchen endlich besiegt. Und besonders toll, wenn man durchs Zocken neue Freunde gewinnt. Ey, was machst du da? Ich spiele Pokémon Go. Ist kein Problem, wenn es dein Platz ist. Kannst dich ruhig hinsetzen. So, du willst spielen? Dann lass uns spielen. Ist das etwa ein wildes Glutexo? Oh, guck mal, ich fang das Glutexo hier. Alter, das ist total geil. Oh, hier sitzt sogar ein Xatu. Oh, das fangen wir gleich. Hau rein, ich will auch. Sehr geil. Danke an meinen YouTube-Mentor Paul Marx. Auch du hast mir sehr, sehr viel geholfen und hast mir so viel beigebracht. Und auch du bist natürlich an diesen 100 Abonnenten beteiligt und an diesem coolen Clip. Paul hat übrigens auch einen sehr coolen Musikkanal, wo es eben um Musik machen, selber machen geht. Und das alles auch digital und am Computer. Und er macht auch coole Songs. Also am besten auf jeden Fall mal reinschauen. Und das tue ich euch hier oben auf jeden Fall auch rein. Bitte vorbeigucken und abonnieren. Und nun folgen 10 geile Gaming-Waffen. Natürlich Link's Master Sword. Das Teil habe ich schon immer bewundert, die Gunblade. Der Hammer aus Super Smash Bros. Die Waffe am Arm von Samus Aran. Die lustige und klebrige Plasmagranate von Halo. Der fiese, aber doch coole blaue Panzer von Mario Kart. Das wunderschön schimmernde blaue Schwert Bruderherz. Der Grab-Arm von Blitzcrank, denn der klärt so einige Games bei LOL. Okay, vielleicht hat sich Kingdom Hearts auch hier versteckt, das Schlüsselschwert. Und auch cool, Frostmourne hat Hunger. Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, welche 10 Games es geben sollte. Gebt uns endlich ein verdammtes Pokémon-MMO. Alle Halo-Teile,
auf dem PC. Marvel vs. DC. Aber diesmal so richtige 3D-Kämpfe wie bei Tekken oder Dead or Alive. Und dann wird sich endlich zeigen, wer der Bessere ist. Harry Potter's Quidditch. VR. Ich hoffe, irgendwann erscheint es. Warcraft 4. GTA Tokyo. Wie geil wäre eigentlich ein Terranigma-Remake? Star Wars The Knights of the Old Republic 3. Leute, Pokémon Snap 2. Und was nie confirmed wird, aber worauf alle warten, Half-Life 3. Und zu guter Letzt, mit einem ziemlich actionreichen Ende, kommen meine 10 Lieblings-Gaming-Genres. RPGs, MMOs, Action-Adventure, Racing, Point-and-Click-Adventure, Shooter, Quizzes, MOBAs, Jump-and-Runs und Fighting Games. Aber es gibt ja nicht nur 3D-Kampfspiele, sondern auch 2D. Vielen Dank an Carsten für diesen coolen Kampfclip. Das hat super Spaß gemacht, das Ganze zu drehen. Carsten hat übrigens auch einen Kanal, der ist leider sehr, sehr schlecht besucht. Das hat er wirklich nicht verdient, denn er macht sehr, sehr professionelle, coole Kurzfilme im Horror- und Thriller-Bereich. Guckt euch das auf jeden Fall an. Es ist super professionell und echt cool gemacht. Ich fand es echt spannend. Ich packe euch den Kanal auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung und hier oben rein. Und überhaupt würde mich echt freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt und das bewundert. So, meine lieben Freunde, das war's an dieser Stelle von mir und meinem Abo-Special. Vielen lieben Dank euch allen, dass ihr abonniert habt und mich unterstützt habt und mir Kommentare hinterlassen habt und viel Kritik und konstruktive Kritik. Und daran konnte ich mich natürlich ein bisschen verbessern. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt's bald ein 1000-Abo-Special. Was heißt bald, aber vielleicht irgendwann, wäre cool. Falls ihr noch keine Abonnenten seid und das seht, könnt ihr das natürlich sehr gerne werden. Würde mich sehr freuen, wenn wir wachsen und uns austauschen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Community bis jetzt. Ich hoffe, ihr fandet das Special cool. Ihr könnt es ja mit einem Like zeigen. Ihr könnt mir Sachen in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht auch an Spielen mögt oder an Charakteren oder der ganze Kram, der gerade lief. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr mir das reinschreibt. Wir können uns darüber unterhalten. Wäre auf jeden Fall cool. Ach ja, das Gewinnspiel, das ist jetzt natürlich vorbei. Und die Gewinner haben ihren Key hoffentlich alle erhalten. Wenn nicht, bitte melden, ja. Aber ich denke, das hat alles soweit geklappt. Auch danke dafür, dass ihr mitgemacht habt. So, hier habt ihr ein paar Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne reingucken. Und hier für die Neulinge natürlich der Abo-Button. Dankeschön. Also, checkt alle erwähnten Kanäle aus und ich fange schon an, Floskeln zu wiederholen. Deswegen ist das die richtige Zeit aufzuhören. Danke nochmal an alle und Dovid Sänger heißt auf Wiedersehen, Leute. Ciao.